Emily von Tommy Günzel, gelesen von Tommy Günzel. Ich weiß, was ich getan habe. Und ich weiß, dass ich verdiene, was mich nun erwartet. Ich befinde mich augenblicklich im Angesicht des Momentes meiner Hinrichtung. Tod durch Giftinjektion lautet mein Urteil. Für ein Verbrechen aus Hass, dessen Motivation niemand verstand. Am besten beginne ich mit meiner Erzählung letzten Frühling. Ich lebte nun schon 4 Jahre in dieser Wohngemeinschaft. Man hatte mich von Anfang an sehr freundlich aufgenommen. Zuvor lebte ich zusammen im selben Haus mit einer freundlichen alten Dame, bis diese leider verstarb. Es dauerte tatsächlich nicht lange und schon war ich eine Art Mittelpunktfigur für meine neuen Mitbewohner geworden, was mir stets sehr schmeichelte. Oft erntete ich Lob für mein gutes und gepflegtes Aussehen, auf das ich auch stets zu achten suchte. Und meine hohe Intelligenz sorgte unter meinen Mitbewohnern oft für spontanes Erstaunen. Ich lebte mein Leben in vollen Zügen und bekam sogar, wie alle anderen auch, täglich eine liebevoll zubereitete Mahlzeit. Benny, sagte ich mir, was mehr kannst du von solch einer Wohngemeinschaft erwarten? Abends liebte ich es, meine Alltagsgedanken bei langen Spaziergängen im nahegelegenen Park zu zerstreuen. Es gab dort einen kleinen Teich, umringt von Büschen und kleinen Bäumen. Besonders im Herbst kam ich abends gern her, um die Impressionen zu genießen, die man dort fand. Ende des Frühlings kam dann aber sie neu an. Ihr Name war Emily. Und sie wurde fast noch freudiger hier empfangen als ich, meinerzeit. Dies behagte mir vom ersten Tage an nicht. Schon wenige Tage später schien ich eine unwichtige Randperson geworden zu sein. Denn alles drehte sich nur noch um Emily. Sie war ja eine, ach, so entzückende Person, präsentierte sich fast täglich in neuen Gewändern und erntete dafür liebevolle Komplimente. Irgendetwas musste an ihr besonders niedlich gewesen sein, denn schon mit simplen Alltagshandlungen gelang es ihr oft, die anderen in Verzückung zu bringen. Sie hatte wohl auch einen etwas ausgefallenen Geschmack, was die Lebensmittel betraf, und sie bekam Sonderwünsche erfüllt und ihre Mahlzeiten extra zubereitet, während alle anderen weiterhin das Übliche bekamen, inklusive mir. Und mir schien es auf einmal, als würde mir mein Essen nur noch lieblos vor die Nase geklatscht. War ich Steve, Doris, Tom und Mandy schon lästig geworden? Was war geworden aus den Tagen, als man sich freute, mich zu sehen? Die Tage, die ich mit einem freudigen Lächeln und stolz geschwellter Brust morgens begann und abends mit entspannten und zufriedenen Gesichtszügen schlafend beendete, wo waren sie hin? Gewichen waren sie einer Form tiefer Unzufriedenheit und Depression. Den ganzen Sommer durch stand über allen Aktivitäten nur ein Banner aus 5 Buchstaben. Emily. Gott weiß, ich hatte versucht, mich anzupassen. Hatte mich freundlich versucht, ihr zu nähern. Man will ja mit jedem auskommen. Kälte und Abweisung war alles, was sie mir entgegenbrachte. Manchmal glaubte ich sogar, in ihren Gesichtszügen Abscheu und Angst vor mir zu entdecken. Selbst im folgenden Herbst wurde es eher schlimmer statt besser. Emily ging sogar so weit, ihre Abneigung mir gegenüber vor versammelter Mannschaft kundzutun, worauf die anderen ein wenig ratlos reagierten. Die abendlichen Spaziergänge halfen auch nichts. Immer hatte ich nur diesen einen finsteren Gedanken. Emily, Emily. Emily. Ich sah meine angenehme Zeit zusehends schwinden, fühlte mich wie von einem Thron gestoßen und als unwichtig degradiert. Das musste enden. Ich musste meinen Status bei den anderen zurückerlangen. Koste es, was es wolle.
In den folgenden Tagen bemühte ich mich darum, den anderen gegenüber besonders aufmerksam zu sein. Bedankte mich überschwänglich bei Doris für die Mahlzeiten, leistete Steve bei seinen Fernsehsendungen Gesellschaft, die ich selbst nie gern sah. Tom und Mandy waren die einzigen beiden, die mich nicht völlig vergessen zu haben schienen. Dennoch spürte ich ein gewisses Desinteresse in der Art, wie sie mit mir sprachen und umgingen. Dann, eines Tages, der Herbst neigte sich allmählich gen Winter und die ersten frostigen Nächte ließen draußen die Scheiben der Autos gefrieren, wurde ich unfreiwillig Zeuge eines Gesprächs zwischen Doris und Steve. »Wir müssen über Ben reden«, hatte Doris gesagt. Es wurde viel getuschelt, aber die wichtigsten Wortfetzen konnte ich auffangen. Man wollte mich anscheinend freundlich loswerden. Es fielen die Worte, er findet sicher schnell eine neue Unterkunft. Er ist ja wirklich eigentlich ein toller Zeitgenosse. Aber wir brauchen mehr Platz. Emily braucht mehr Platz. Man konnte sich meine Empörung kaum vorstellen. Ich sollte nun weichen, damit Madame Emily sich hier noch mehr ausbreiten darf. Diese dumme Zicke hatte es irgendwie geschafft, die anderen dazu zu bringen, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, mich von hier vorzutreiben. Warum nicht Mandy? Warum nicht Tom? Himmel, sollte doch Steve oder Doris selbst einen Platz freimachen. Nein, die Wahl fiel auf mich. Es war bereits abends, als ich dieses Gespräch auffing. Und ich schätze, man wollte mich am nächsten Morgen beim Frühstück auf die Tatsachen vorbereiten und ansprechen. Aber diese Rechnung haben sie ohne mich gemacht. Es sollte ein Platz frei werden? Gut. Ich werde dafür Sorge tragen. Heute Nacht. Ich kann immer noch kaum beschreiben, wie tief der Hass in mir auf diese Emily brannte. Ja, förmlich meine Seele auffraß. Ich dachte gar nicht erst an irgendeine sorgfältige Planung oder Vertuschung irgendwelcher Beweise. Man wollte mich hier offensichtlich nicht mehr haben. Ich würde auch gehen, aber Emily würde nicht meinen Platz einnehmen. Also schlich ich mich nachts, als alle schliefen, den dunklen Korridor entlang zu ihrem Zimmer. Ich hatte dermaßen leichtes Spiel, dass es schon spöttisch wirkte. Ihre Tür war nur angelehnt. Ich vermute, das Prinzesschen hatte Angst davor, in völliger Finsternis zu schlafen. Oh, sie hatte ja keine Ahnung, welche ewige Dunkelheit gleich über sie hereinbrechen sollte. Es ging dann alles sehr schnell. Ein Satz auf sie zu, ich packte sie, und noch ehe sie auch nur ansatzweise aufschreien konnte, hatte ich ihr bereits die Kehle in blindem Hass herausgerissen. Ich verfiel in eine Art Blutrausch. Ich zerriss die tolle Emily förmlich und labte mich an der Wärme ihres Blutes, das überall an mir klebte. Das Ganze ging leider nicht geräuschlos vonstatten und plötzlich flammte das Deckenlicht auf. Ein spitzer Schrei durchbrach die Nacht. Hinter mir stand Doris mit weit aufgerissenen Augen und bleich wie die Raufaserwand hinter ihr. Steve kam hereingestürzt, stolperte in seiner Schlaftrunkenheit, erblickte Emily und übergab sich augenblicklich. Ich war wie vom Donner gerührt, konnte mich nicht regen und starrte die beiden erschrocken an, fühlte mich plötzlich wie ertappt. Dann wurde es schwarz vor meinen Augen, denn Steve hatte mir mit irgendeinem schweren Gegenstand eins übergezogen, ehe ich reagieren konnte. Ich kam erst wieder zu mir in einem großen, hellen Raum. Vor mir saßen Steve und Doris und starrten mich hasserfüllt aus tief Tränen unterlaufenden Augen an. Ich glaubte von irgendwoher ein Weinen zu hören, das nach Mandy klang. Als ich zur anderen Seite schaute, sah ich einen weiß gekleideten Kittelträger mit einer großen Spritze. Und hier sind wir wieder am Anfang meiner Geschichte. Ich wusste schon, was nun käme. Habe oft genug im Fernsehen davon gehört, wie man mit einem Killer wie mir verfährt. Die Spritze wurde mir gesetzt und ich bemühte mich gar nicht erst zur Gegenwehr. Ich spürte ein Brennen in meinen Venen und bleierne Schwere befiel mich. Ich weiß nicht, was ich am meisten vermissen werde.
Die Spaziergänge im Herbst an der Leine, an der ich Steve stets geführt hatte. Das gute Essen aus dem großen Napf mit der Aufschrift Ben, der beste Rottweiler der Welt, das Doris immer beschwerte. Die Spielereien mit Mandy und Tom, die beiden Kleinen, denen selbst ein 45-Kilo-Hund zum unbeschwerten Spielkameraden wurde. Oder nein, ich denke, am meisten fehlen wird mir der Geschmack von Emily.